Wenn es in diesen Tagen dunkel wird in Lyon, dann wird es auch hell. Rund 50 leuchtende Kunstwerke lassen die historische Innenstadt bei der Fête de Lumière 4 Abende lang in einem neuen Licht erstrahlen. Es ist alles sehr schön. Die Illuminationen passen sehr gut ins Stadtbild und man kann neue Künstler entdecken. Wunderschön. Ich finde es beeindruckend, die ganze Stadt während des Festivals erleuchtet zu sehen. Ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Diese Lichter, Szenografien, all die Musik und die Stimmung. Viele Installationen sehen nicht nur schön aus, sondern erzählen ganze Geschichten. Auf dieser Hausfassade dreht sich alles um Frankreichs bekannteste Handpuppe Guignol. Erfunden wurde sie im frühen 19. Jahrhundert hier in Lyon von einem arbeitslosen Seidenweber. Die Belgierin Carole Purnell und ihr Künstlerkollektiv aus Portugal haben die berühmte Puppe für ihr Projekt zur Lichtgestalt gemacht. Guignol ist in Lyon wie der Eiffelturm in Paris. Wer Lyon besucht, der geht ins Marionettenmuseum und schaut sich ein Guignol-Theaterstück an. Die Marionette ist ein Symbol für Lyon geworden und in der ganzen Welt bekannt. Als wir gebeten wurden, etwas über diese Marionette zu machen, dachten wir uns, wow, das ist was ziemlich Bedeutendes. Die Animationskünstler von Okubo suchen in ihren Arbeiten immer nach einem Bezug zu Ort und Menschen. Für die Puppentheaterprojektion haben sie mit Schülern im Lyoner Marionettenmuseum gedreht. In unserem Film verwandeln sich die Kinder nach und nach in Marionetten. Ihre Köpfe und Körper werden mit den Körpern der Puppen vertauscht. Deshalb mussten die Kinder genauso angezogen und geschminkt sein wie die Marionetten. Die Fête Lumière hat eine lange Tradition mit einem religiösen Ursprung. Im 17. Jahrhundert sollte eine Statue der heiligen Jungfrau Maria Lyon vor der Pest bewahren. Tatsächlich blieb die Stadt verschont. Immer im Dezember erinnern sich die Bürger der Stadt bis heute an dieses Ereignis. Am 8. Dezember stellen die Lyoner kleine Kerzen auf ihre Fenstersimse. Zu Ehren der Jungfrau Maria. Auch sie brachten Licht nach Lyon. Louis Lumière und sein Bruder Auguste. Mit ihrem Cinematographen begründeten sie 1895 das moderne Kino. Das Musée de Confluence widmet ihnen in diesem Jahr eine Ausstellung. Diese Attraktion des Lichtkunstfestivals bringt ebenfalls Kinogeschichte auf Häuserwände. Auf dem Place de Terreau lässt Künstlerin Nathanaëlle Picot ihre Tochter als Animationsfigur in berühmte Filme eintauchen. Ich habe seit meiner Kindheit eine starke Verbindung zum Kino. Mein Vater hat Filmprojektoren repariert. Und ich habe im Alter von 8 bis 10 Jahren so um die 200 oder 300 Filme gesehen. Das hat meine Welt immer bereichert. Die Lichtshows sind in der ganzen Stadt verteilt. Am Postgebäude zwei Geschwister, die sich in Videospielen verirren. Und im Amphitheater ein magisches Pferd. Dieser leuchtende Garten ist ein begehbarer Ruhepol mitten im Stadtzentrum. Carole Purnells Puppentheater läuft an diesem Abend schon zum dritten Mal. Die Künstlerin beobachtet, wie ihre Show ankommt. Die Leute reagieren wirklich, wie wir es uns erhofft haben. Denn beim Puppentheater gibt es auch viele A's und O's. Kinder, die vor Angst aufschreien. Ich habe auch Leute im Publikum gesehen, die erstaunt geschaut haben. Viel Licht und viel Geschichte. Die Mischung aus Tradition und moderner Lichtkunst wollen 2 Millionen Besucher sehen. Die Fête de Lumière verwandelt Lyon in leuchtende Poesie.